Wir, die Klasse 8b, begeben uns heute auf Spurensuche über die religiöse Geschichte unserer Schule, des Gymnasiums Stift Keppel in Hilchenbach. Dieser Film wird Sie heute durch die spannende Geschichte des Stiftes führen, vom Nonnenkloster bis zum modernen Gymnasium. Wir wünschen viel Spaß. 1236. Das Stift wird von Friedrich vom Hain gegründet und als Kloster benutzt. 1239. Es wird zum ersten Mal urkundlich erwähnt und erreicht höhere Bekanntschaft. 1275. Die erste Klosterkirche wird in diesem Jahr zweimal geweiht. 1392. Die Aufnahme in das Kloster wird auf Töchter aus adeligen Familien beschränkt. Das Bemühen der Ritterschaft, die Aufnahmebestimmungen standesgemäß einzuengen, schloss die Töchter der Bauern und Bürger schon frühzeitig aus dem Konvent praktisch aus. 1536. Die bislang katholische Stiftskirche wird reformiert. 1572. Die kirchliche Liturgie, das bedeutet Art von Gottesdienst, wird durch die Anordnung Johannes des VI. Von Nassau von lutherisch zu reformiert geändert. Wieso sind Sie am Stift Keppel? Damals gab es eine Stellenausschreibung in der Zeitung und es wurde eine Religionslehrerin gesucht und die damalige Schulleiterin hat sich sehr darüber gefreut, dass ich eben auch lutherisch bin, und das war so der Hauptgrund, warum ich dann eingestellt wurde. Ich bin damals vom Land nach Stift Keppel geschickt worden und dann mein Leben lang hier geblieben. Ja, weil das einfach eine schöne Schule ist. Als ich mir die damals angeguckt habe und die mit verschiedenen Schulen verglichen habe, habe ich mich gleich so wohl gefühlt und habe gedacht, nette Kollegen, die Schüler machen auch einen ganz netten Eindruck. Und ja, deswegen habe ich mich letztendlich für Stift Keppel entschieden. Also ich habe ja Lehrer studiert, weil ich gerne unterrichten wollte und weil ich es besser machen wollte als meine Lehrer. Bin im Ruhrgebiet groß geworden, habe dort Referendariat gemacht und wollte dort auch bleiben, habe aber 1988 keine Stelle angeboten gekriegt und wurde von Stift Keppel angerufen, ob ich nicht hier eine Stelle antreten wollte. 1594. Keppel wird aus dem Klosterrang entlassen und ist somit nicht länger ein Kloster. Außerdem wechselt die Herrschaft. 1803. Das Stift wird durch den Reichsdeputationshauptschluss, das heißt Grundlage für das letzte bedeutende Gesetz des Heiligen Römischen Reiches, aufgehoben und ein Großteil des Inventars wird versteigert. Ja, wir sind jetzt hier im Internatsmuseum von Stift Keppel und hier ist die Frau Jämlich. Das ist die Leiterin und die hat hier auch alles eingerichtet. Und wir hätten jetzt mal ein paar Fragen an Sie. Und zwar, in welchem Jahr wurde das Kloster zum Mädcheninternat? Ja, das ist schon lange her. Das Kloster hat im Mittelalter bestanden. Bei Einführung der Reformation wurde es ein evangelisches Damenstift, keine Nonnen mehr. Dann ist es Anfang des 19. Jahrhunderts ganz aufgelöst worden. Es hat jahrzehntelang leer gestanden. Und jetzt kommt es, 1871 hat der preußische Kaiser Wilhelm I. hier eine höhere Töchterschule eingerichtet für adelige Töchter des Krieges 70-71. Die Väter waren fast alle gefallen. Und die, wenn fleißig war, konnte hier Lehrerin werden. Die meisten Mädchen machten aber die mittlere Reife, so etwa. Und sie lernten auch den Hofknicks. Es war so ein bisschen was Feines. Ja, und jetzt ein paar Fragen so zu dem Tagesablauf. Und dir, da wäre die erste. Wie lange hatten die Schülerinnen Unterricht? Ja, das verteilte sich über den ganzen Tag. Eigentlich war Schule von morgens um 8 bis 12. Dann hatten sie nachmittags nochmal nach dem Mittagessen Arbeitsstunde, hieß das manchmal auch Schulunterricht. Das wurde immer so hin und her geschoben. Die Idee war, sie sollten den ganzen Tag beschäftigt sein. Es sollte kein Leerlauf entstehen, denn sie sollten keinen Heimweg kriegen. Und waren die Regeln streng? Vielleicht könnten Sie auch mal ein oder zwei Regeln nennen. Die Regeln waren sehr streng. Man durfte keine Widerworte geben. Man kam sofort ins Klassenbuch, wenn man frech war. Es wurde eben alles überwacht. Die Mädchen mussten die Briefe, die sie nach Hause schrieben, offen liegen lassen. Die wurden gegengelesen. Und auch die Post, die reinkam, wurde kontrolliert. Und sie durften eigentlich nur an Leute mit dem gleichen Nachnamen schreiben, also Verwandtschaft. Ja.
ist natürlich gemogelt worden und sie haben durch die externen Schülerinnen dann auch Riegel ausgehen lassen, das ist klar. Aber es wurde alles kontrolliert und auch die Spinde, die ich gleich zeige, da durfte keine Süßigkeiten drin, das war auch verboten. Ja. Und trotzdem war das ihr Ein und Alles, nur da gab es Privatleben. Mhm. Woran glauben Sie? Na, ich glaube generell an Gott und ich bin evangelisch-lutherisch getauft. Ich glaube an Gott, also ich bin Christin. Und natürlich finde ich es wichtig, die Fragen des 21. Jahrhunderts mit aufzunehmen, ja, und auch die Erkenntnisse. Aber trotzdem glaube ich an Gott. Da bin ich mir so ein bisschen unschlüssig im Moment noch. Ich glaube in erster Linie erstmal an die Naturwissenschaften. Es gibt natürlich immer die Diskussion, kann man das vereinen mit der Religion? Ich denke schon in gewissen Maßen. Wobei, so wirklich überzeugt bin ich von vielen Dingen nicht. Da bin ich noch etwas unschlüssig. 1926, das erste Frauenabitur wird erfolgreich beendet, wobei die Voraussetzungen mindestens ein Hochstudium waren. Nach diesem Studium standen den Mädchen viel mehr Chancen bei der Berufswahl aus. Herzlich willkommen bei unserer Stiftskirche. Diese wurde 1779 erbaut, wie Sie hier am Türrahmen erkennen können. Und jetzt noch ein paar Einblicke in die Kirche. Dies ist außerdem eine evangelische reformierte Kirchengemeinde. Was hat Stift Keppel mit Religion zu tun? Sehr viel, dadurch, dass ich aus einer unreligiösen Stadt komme wie Hamburg, ist schon das regelmäßige Feiern von Gottesdiensten und auch für dies am Jahresanfang, Jahresende, Abiturgottesdienst eine große, große Besonderheit. Aber eben auch solche Sachen wie der Lichtergang, die Andachten, die Pastor Scheckel macht, oder auch eben die Verlässlichkeit von Religionsunterricht, dass wir immer genügend Lehrer und Lehrerinnen haben. Ja, Stift Keppel hat ja eine ziemlich lange Tradition. Es war ja früher mal ein Kloster und auch im Damenstift hinterher, sagen wir, wurde ja trotzdem noch das Religiöse relativ hochgehalten. Deswegen haben wir auch schon eine relativ lange Tradition, was das Religiöse hier angeht. Ich denke, größtenteils durch die Geschichte einfach ist die Religion hier ziemlich präsent. Eigentlich nicht so viel. Aber es ist durch die Tradition bestimmt, dass es eben schon am Anfang durch den Friedrich von Hain religiös gebunden war und dann auch über die Übernahme durch den preußischen Staat 1871 eben mit der protestantischen Philosophie und Glaubensrichtung verknüpft war. Die Schüler haben auch viele verschiedene Religionen. Ich heiße Denise, bin 13 Jahre alt und glaube nicht an Gott. Hi, ich bin der Tom, ich bin 14 Jahre alt und ich bin evangelisch. Ich bin Emilia und ich bin 13 und bin evangelisch. Ich bin Mathis Gerosang, 13 Jahre alt und bin evangelisch. Ich bin Lerna Sophie Loske, ich bin 13 Jahre alt und ich bin evangelisch. Hallo, ich bin Sarah, bin 14 Jahre alt und bin muslimisch. Ich bin Leonard, 14 Jahre alt und bin katholisch. Hi, ich bin die Toni, ich bin 14 Jahre alt und auch katholisch. Ich heiße die Lara und bin 14 Jahre alt und bin muslimisch.